Ob legendäre Computer, kultige Musik oder schräge Outfits. Die 80er haben vieles hervorgebracht, an das man sich heute noch gern erinnert. Darunter auch viele Auto-Ikonen. Allerdings gibt es auch die exotischen Exemplare, die damals schon kaum jemand kennt und heute noch viel weniger Liebhaber auf dem Schirm haben. 7 automobile Exoten aus dem Jahrzehnt der schlechten Frisuren. Jetzt bei Die 7. Exot Nummer 1. Lamborghini LM002. Rambo Lambo, das unfahrbare Monster und größter Lamborghini-Flop aller Zeiten. Dem LM002 werden meist keine positiven Bezeichnungen zuteil. Dabei ist er vor allem eines: ein Vorreiter für den heutigen SUV-Boom. Aufgrund der Ölkrise befindet sich Lamborghini in den 70er Jahren in finanzieller Schieflage und meldet sogar Konkurs an. Als das US-Militär einen neuen Geländewagen braucht, bewerben sich die Italiener um den Auftrag. Die Entwicklung des LM002 beginnt. Erstes Ergebnis: 1977 präsentiert man auf dem Automobilsalon in Genf den Cheetah. Eine verheerende Generalprobe in der kalifornischen Wüste und ein zerstörtes Fahrzeug später liegen die Geländewagenpläne wieder auf Eis. Weiter geht es erst in den 80ern. 1981 wird der weiterentwickelte Cheetah als Lamborghini LM001 ebenfalls in Genf vorgestellt. LM steht dabei übrigens für Lamborghini Military. Weil auch er nicht überzeugen kann, dauert es bis 1985, ehe die Italiener schließlich in Brüssel den finalen LM002 zeigen. Mit dem 5,2 Liter V12 Motor aus dem Countach QV in der Front kommt er auf 455 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. So sprintet der grobschlächtige Stier in 8,2 Sekunden auf Tempo 100 und schafft weit über 200 km/h. Mit 12 durstigen Pötten und einem Leergewicht von 2,7 Tonnen misst Automotorsport damals einen Verbrauch zwischen 25,7 und 42 Litern. Besitzer berichten bisweilen sogar von bis zu 50. Den wenigen, gut betuchten Kunden des LM002 ist das egal, bietet Lamborghini doch entsprechend große Tanks an. Sie fassen wahlweise 180, 290 oder 400 Liter. Ob nun hässlich oder speziell, monströs oder einfach nur wuchtig, eines ist Fakt. Mit 301 verkauften Fahrzeugen ist und bleibt der Lamborghini LM002 ein absoluter Exot. Exot Nummer 2. Volvo 262C. 1977 erblickt ein ungewöhnlicher Volvo das Licht der Welt. Der Volvo 262C Bertone ist geboren. Das eigenwillige Design von Volvo-Chefdesigner Jan Wilsgaard, ausschweifender Luxus, das Zutun der Karosseriebauer von Bertone und der utopisch anmutende Preis sorgen für Diskussionen. Der Schweizer Rennfahrer und Autobauer Peter Monteverdi soll über den 262C gesagt haben: "Es ist mir unerklärlich, wie man ein stilistisch derart verunglücktes Gebilde entwerfen kann." Trotz des horrenden Preises von $80.000 verkauft sich der Italo-Schwede vor allem in Amerika gut. Dennoch werden bis 1982 nur 6.622 Exemplare gebaut. Die Technik des Volvo ist weniger spektakulär als seine polarisierende Form. Eine McPherson-Konstruktion vorn und eine simple Starrachse hinten bilden das Fahrwerk. Zunächst treibt ein 2,7 Liter V6 mit 140 PS das Coupé an. Im Zuge einer Modellpflege steigt 1980 der Hubraum auf 2,9 Liter und die Leistung auf 155 PS. Da sich die Autos in der dritten Serie nicht mehr gut verkaufen, will Volvo Amerika 50 Coupés zu Cabrios umbauen. Der große Spezialist der damaligen Zeit ist Soler aus Kalifornien. Der Kunde bekommt alle Annehmlichkeiten der damaligen Zeit. Klimaanlage, Tempomat, elektrische Spiegel, Automatikgetriebe und eine Volllederausstattung. Mit $160.000 driftet der Kaufpreis aber vollends in die Utopie ab und das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Am Ende werden lediglich 5 Stück gebaut. Exot Nummer 3. Ferrari 208 Turbo. In den 80er Jahren werden Motoren mit mehr als 2 Litern Hubraum in Italien mit einer hohen Steuerlast abgestraft. Das erschwert Ferrari den Absatz großvolumiger Aggregate. Also downsizen die Ingenieure kurzerhand den 3 Liter V8 des 308 GTB.
Mittels Einsätze in die Zylinder sinkt der Hubraum auf 1990 Kubikzentimeter. Im 208 GTB und GTS leistet das Aggregat weniger als 160 PS. Zwar freuen sich die Kunden über die Steuerentlastung, doch schon bald wird der Ruf nach mehr Leistung laut. 1982 verpasst Ferrari dem Mini V8 also einen Turbolader. GTB und GTS Turbo sind geboren. Dank Zwangsbeatmung kommt der süße Achtender nun auf respektable 220 PS. Außerdem läuft der Flitzer aus Maranello mehr als 240 km/h in der Spitze. Exot Nummer 4. DeLorean DMC 12. Sein Entwickler, der einstige General Motors Topmanager John Zacharias DeLorean, träumt Ende der 70er Jahre von einem eigenen Sportwagen, den er bei GM nicht verwirklichen kann. Also nimmt er den Traum selbst in die Hand. Im nordirischen Belfast laufen Anfang der 80er Jahre die ersten Modelle vom Band. Um sich eine kostspielige Lackiererei zu sparen, baut DeLorean das gleichnamige Auto aus rostfreien Karosserieblechen. Neben dem Metallic-Effekt sind die Flügeltüren der größte Hingucker. Doch die Sportwagenoptik kann nicht über die weniger sportlichen inneren Werte hinwegtäuschen. Der längs hinter der Hinterachse im DMC 12 eingebaute Sechszylinder ist ein braves Limousinentriebwerk, das normalerweise im Renault 30 zum Einsatz kommt. Im DeLorean leistet der auch als Europamotor bekannte 2,8 Liter V6 132 PS. Genau 11 Sekunden misst Auto, Motor und Sport für die Beschleunigung des DMC 12 von 0 auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 198 km/h. Mit diesen Werten wird ein Golf GTI zum Endgegner. Hinzu kommen eine mangelhafte Verarbeitung, schlechte Sichtverhältnisse und eine hohe Defektquote. Die Produktion, die 1981 beginnt, endet bereits 1982. Doch genau die vielen kleinen, irgendwie charmanten Mängel, John DeLoreans Traum vom eigenen Sportwagen und der Starauftritt im Kino in Zurück in die Zukunft prägen den DMC 12 bis heute als absolutes Liebhaberstück. Exot Nummer 5. Aston Martin V8 Vantage Zagato. 1986 präsentiert Aston Martin auf dem Genfer Automobilsalon seine neueste Kreation aus der Kooperation mit dem italienischen Karosseriebauer Zagato. Der Sportwagen basiert auf dem V8 Vantage und übernimmt dessen V8-Antrieb. Die Italiener verkürzen den Radstand, werfen die Rücksitze raus und designen eine windschlüpfrige Karosserie. Dabei erinnert kaum etwas an die Aston Martin Modelle aus den späten 70er und 80er Jahren. Einzig der Kühlergrill zitiert klassische Elemente der britischen Sportwagen. Die Rückleuchten stammen vom Lagonda. Die Designer erzielen am Ende einen vorzeigbaren CW-Wert von 0,33. Für den Zagato soll der Motor ursprünglich eine Einspritzanlage bekommen, um eine glatte Motorhaube zu ermöglichen. Da die Briten damit aber die Abgasvorschriften nicht einhalten können, wechseln sie kurzfristig wieder auf eine Vergaseranlage mit 4 Einheiten vom Typ Weber. Damit ist auch die auffällige Hutze auf der Motorhaube zu erklären, die für hitzige Diskussionen sorgt bei der Vorstellung. Tadek Marek entlockt dem 5,3 Liter V8 Motor 438 PS. Damit soll der Zagato die 300 km/h Schallmauer durchbrechen und in unter 5 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Nur 50 dieser Umbauten werden von Zagato produziert. Der damalige Neupreis liegt bei 156.000 US-Dollar. Ein Jahr später präsentieren die Briten noch ein Cabrio auf Basis des Zagato. Der Aston Martin V8 Zagato Volante wird lediglich 37 Mal produziert und ist damit ein echter Exot. Exot Nummer 6. Subaru 1800 4-Wheel Drive. Betrachtet man die reinen Verkaufszahlen, dann ist der auch als Leone bekannte Subaru kein Exot. Er ist der erste Allrad-Pkw, der mehr als 1 Million Mal verkauft wird. Trotzdem kann man den Japaner bei seinem Verkaufsstart 1979 in der Schweiz getrost als Exot auf dem europäischen Automarkt bezeichnen. Es ist damals ein Novum, dass Allradantrieb in dieser Klasse angeboten wird. Den 1800 4-Wheel Drive gibt es in 5 Karosserieformen. Mit rund 4,25 Meter Länge präsentiert er sich wahlweise als viertürige Limousine, fünftüriger Kombi-Station oder als Kombi-Superstation mit erhöhter Dachlinie für mehr Raum und Komfort.
Alleinstellungsmerkmal ist die hohe Anhängelast von 1350 Kilogramm. Wer es etwas sportlicher mag, greift zum knapp unter 4 Meter langen 1800 Turismo SRX 4-Wheel Drive. Abgerundet wird die Modellpalette durch ein zweitüriges Hardtop-Coupé ohne B-Säule. Im Interieur zeigt sich der Subaru eher futuristisch. Digitalanzeigen, Bordcomputer und ein Sicherheitsmonitor, über den geöffnete Haube, Türen und angezogene Handbremse angezeigt werden, sind für die europäische Kundschaft weitestgehend neu. Auch ein optionales Automatikgetriebe zählt hierzulande nicht zum Standard. Angetrieben wird der Subaru von einem 1,8 Liter Boxermotor. Der leistet 80 PS und sorgt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h für nicht allzu sportliche Fahrleistungen. Durch die horizontale Anordnung baut das Aggregat dafür so flach, dass über ihm sogar noch das Ersatzrad Platz findet. Die Bauweise des Allradsystems erfolgt vollkommen symmetrisch. Der Allradantrieb aktiviert sich beim Handschalter mechanisch durch das Ziehen eines Hebels. Eine Schiebemuffe verbindet die Zahnradpaarung und die Hinterachse schaltet sich zu. Über einen Hebel kann zusätzlich die Getriebeuntersetzung eingeschaltet werden. In Kombination mit der Automatik präsentiert Subaru ein weiteres Novum. Per Knopfdruck lässt sich der Fahrmodus Auto 4-Wheel Drive wählen. Der intelligente Allradantrieb nutzt den Hydraulikdruck des Automatikgetriebes. Ein Tritt auf die Bremse oder die Scheibenwischerbetätigung aktivieren den Hydraulikdruck für die Mehrscheibenkupplung. Der Subaru 1800 4-Wheel Drive. Ein exotischer Alleskönner, der vor allem in der Alpenregion seine Anhänger findet. Exot Nummer 7. Toyota MR2. Sein voller Name klingt sehr technisch. Midship Runabout Two-Seater. Übersetzt: zweisitziger Mittelmotorsportler mit Hinterradantrieb. Oder in Kurzform: Fahrspaß. 1983 präsentiert Toyota den Sportwagen mit dem Baureihencode W10 der Öffentlichkeit. Den Antrieb bildet ein 1,6 Liter Vierzylinder aus dem Corolla. Der 16-Ventiler leistet zu Beginn 124 PS und hat mit den rund 1000 Kilogramm Gewicht wenig Mühe. Die optimale Gewichtsverteilung von 45% vorne und 55% hinten sorgen für reichlich Fahrspaß auf der Straße. Produktionsbedingt wird es im Auto aber schnell heiß für die Passagiere. Was nicht an seinem schwierigen Handling liegt, sondern vielmehr daran, dass der Motor einen Großteil der Wärme in den Innenraum abführt. In Europa werden von der ersten Generation kaum mehr als 300 Fahrzeuge pro Monat ausgeliefert. Trotz seiner geringen Wartungsanfälligkeit genießt der Mr. 2 aus Japan hierzulande eher ein Nischendasein. Das waren 7 automobile Exoten aus den 80er Jahren, auch wenn nur wenige den Rost überlebt haben. In Erinnerung bleiben sie wohl ewig. Kennt ihr noch andere Modelle, die nie richtig den Durchbruch geschafft haben und längst vergessen scheinen? Schreibt es einfach in die Kommentare und tauscht eure Meinung mit uns und untereinander aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.